Hallo zusammen, ich möchte euch heute mal das Oszilloskop ein bisschen näher bringen. Es gibt viele Videos, die im Internet kursieren. Da steht überall so ein bisschen was drin, da lernt man immer ein bisschen was. Aber mein Ziel ist es heute, euch in mehreren Abschnitten das komplette Oszilloskop zu erklären und nicht nur ein Gerät, wo irgendein Strahl ist, der eine Spannung darstellt, sondern wofür sind die einzelnen Regler und das ein bisschen strukturiert. Deswegen würde ich sagen, fange ich einfach mal an mit den grundlegendsten Funktionen eines Oszilloskopes. Das heißt, wir machen das Gerät mal an. Das ist jetzt hier ein Hameg 203. Das ist ein sehr weit verbreitetes Oszilloskop, was viel auch in Berufsschulen benutzt wird und Lehrwerkstätten. So, das Erste, was man immer einstellen sollte, wenn man ein Oszilloskop hat, nachdem es an ist, manche brauchen mehrere Sekunden bis zu Minuten, bis sie wirklich an sind. Das hängt auch ein bisschen vom Alter ab. Die wichtigste Einstellung haben wir hier unten. Wo die jetzt genau immer liegt, ist natürlich auch ein bisschen abhängig vom Oszilloskop. Das ist eine sogenannte Intenseinstellung. Damit können wir, wie man sieht, den Strahl halt entsprechend einstellen, so dass er schön deutlich ist. Man sollte ihn nicht zu stark einstellen. Das belastet auch die Bildröhre und die Bildfläche sehr stark, könnte sogar zum Einbrennen führen. Aber manchmal kann man auch, wenn ein Signal sehr schwach dargestellt wird, hier noch ein bisschen nachregeln. Wenn ich den hier komplett runterdrehe, habe ich keinen Strahl. Erste Fehlerquelle. Danach sollte man den Autofokus oder den Fokus einstellen. Das heißt, ich kann hier halt entsprechend das Ganze fokussieren, so dass halt die schärfste, scharfkantigste Linie erzeugt wird. Dann eine weitere Funktion, die jetzt hier dieses Oszilloskop hat, ist halt eine Beleuchtung. Hintergrundbeleuchtung sieht man wahrscheinlich auf dem Video sehr schlecht. Das heißt, wenn ich eine dunkle Umgebung habe oder ein bisschen mehr Kontrast brauche, dann kann ich halt entsprechend diese Funktion aktivieren. So, dann eine sehr wichtige Funktion, die fast keiner kennt, ist die sogenannte Trim-Funktion, TR. Wofür ist diese Funktion? Normalerweise soll diese Linie waagerecht sein, parallel zu den Linien, die im Oszilloskop abgebildet sind. Diese Funktion TR ermöglicht uns, diese Linie halt entsprechend horizontal etwas zu ändern, zu drehen. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn irgendwelche Magnetfelder in der Nähe sind oder ähnliches. Dann kann das schon mal Sinn machen, dass man das wirklich ganz genau waagerecht hat. Wie gesagt, kennt kaum einer diese Funktion. Ja, noch kurz zu den Anschlüssen, bevor wir dann im nächsten Video zu den Einstellungen als solches kommen. Ground-Funktion, das heißt, ich habe mehrere Ground-Buchsen, die sind in der Regel auch mit meinen BNC-Buchsen verbunden. Und das Ganze liegt in aller Regel auf dem Schutzkontakt meines Stromversorgungssystems. Deswegen ist da auch immer ein bisschen Vorsicht geboten, wenn man in der Schaltung misst, weil man da schnell den Schutzkontakt auf die Schaltung gibt.